Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS 17 aus Auenbach. Gestern waren wir fertig hier mit dem Spritzen der Felder, sag ich mal. Gerade ein bisschen Brainlag. So, bringen wir mal die Spritze hier zurück, die brauchen wir nicht mehr. Und dann habe ich in den Kommentaren, ich habe ja gesagt, von wegen den neuen MB-Trag, werde ich mir nicht holen. Allerdings habe ich in den Kommentaren gelesen, viele von euch würden das gerne, dass ich den austausche gegen den hier. Jetzt habe ich gerade mal auf unseren finanziellen Mittel geguckt, auf unser kleines Polster da oben. Wenn ich den hier zurückgebe, mir den 1000er hole, also weder die Silberdistel noch den Intercooler, noch Silberdistel Intercooler, also einfach nur quasi 10 PS mehr als der hier in der 1000er Ausführung. Den hier zurückgebe, würde es passen. Allerdings dann halt ohne Frontlader-Konsole. Die können wir auch noch mit zurückgeben. Die brauchen wir dann nicht. Dafür mit Pflegebereifung, weil ich brauche einen mit Pflegebereifung. Ihr wisst das. Ergo geben wir jetzt hier dieses gute alte Schätzchen beim Landhandel ab und konfigurieren uns den neuen MB-Truck. Mit Pflegebereifung und tauschen diesen hier dementsprechend aus. Auf Wunsch von euch. Oder auf vielfachen Wunsch. Dass wir danach weiterarbeiten können. Dann müssen wir uns auch beeilen. Denn es hat immer noch nicht angefangen zu regnen. Dementsprechend könnten wir gleich noch grubbern. So, und das habe ich eigentlich auch fest vor, dass wir dann gleich nochmal eben grubbern. Weil gerade so, was ich ja sagte, so Milchverkauf, Stalldienst, das können wir eigentlich eher machen, wenn es dann regnet. Ich habe ihn noch nicht gekauft, weil wir haben ja oben noch nicht die Kohle dafür. Deswegen fahre ich ja hier mit dem vorbei und wir verkaufen gleich mal Frontladerkonsole und Traktor. Dann sage ich mal tschüss, ganz kleiner. Kaufen. Oh, die Konsole. Verkaufen. So. Und dann gehen wir mal hier gleich fix in den Shop. Das ist der neue 30.000 Grundpreis. Frontlader-Konsolenanbau, habe ich ja gesagt, lasse ich diesmal komplett weg. Können wir ja jederzeit drauf konfigurieren. Wir werden ihn gleich in der 1000er Gebrauchtausführung kaufen. Glaube ich. Auf jeden Fall. Na, gucken wir erstmal. Wir haben ja 1000er gebraucht, 1100er gebraucht. Vielleicht nehmen wir auch den 1100er gebraucht. Mal gucken. Den 1000er neu, 1100er neu. Den 1000er Intercooler gleich mal 20.000 Euro teurer. Also der fällt schon mal aus dem Budget. 1100er Intercooler. 1000er Silberdistel. Den 1100er Silberdistel. 1000er Silberdistel Intercooler. 1100er Silberdistel Intercooler. Also, ihr seht. Ausführung ist enorm. Aber was auch gebraucht. Komm, wir haben's. Wir nehmen den neu. Zack. Radsetup. Habt ihr einmal die Standardbereifung? Das dürften die auf dem Bild sein. Pflegebereifung. Bereitreifen 1, Bereitreifen 2. Wir nehmen Pflegebereifung. Felgenfarbe 3 zur Auswahl. Da bleiben wir bei der Standard. Weil passt einfach. Meiner Meinung. Ne, 800 dazu. So, Design 1 mit den Scheiben. Normale Scheiben. Ausstellscheiben. Ich habe mir jetzt überlegt, Ausstellscheiben haben wir an den anderen schon dran. Mit dem hier wollten wir nicht unbedingt in den Stall. Lassen wir mal normale Scheiben. Dann haben wir noch Rundumleuchten oder Standard. Wir lassen Standard. Somit sind wir bei 40.800 Euro. Das passt. Den kaufen wir jetzt. Ja. Sind wir natürlich ziemlich weit runter, aber wir verkaufen ja auch Milch demnächst. So. Da haben wir doch das gute Stück. 1100er. Pflegebereifung. Was hat er denn alles an Anbaugeräten hier oben mit drauf? Anhängerkupplung mit Zapfwelle? Ja, cool.
Ah, die Heckladekonsole. Bisschen. Sieht übertrieben aus, aber das liegt halt an diesen blöden Pflegebereifungen, ne? Die so schmal sind. Gefällt mir auf jeden Fall. Macht meiner Meinung nach ein bisschen was her. Ja, der geht. Tür? Natürlich. Ist ja von FBM, ne? Ja, ich zeige euch das nochmal. Wer ihn downloaden will, vbinmods.de. Link dazu in der Videobeschreibung. Zum Forum, nicht zum Mod. So, wollen wir mal hier wechseln. Mal kicken, was können wir denn hier alles Feines? Wir können natürlich Tür und Fenster. Also ich meine, das ist ja schon Standard. Da brauche ich euch ja gar nichts zu sagen. Dann die Außenspiegelfunktion. Ah. Wahrscheinlich auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Ja. Ja, hier haben wir nix. Fenster, Tür, klar, auch auf der anderen Seite. Heckscheibe. Schiebbar, weil wir ja nicht Aufstell genommen haben. Oh, Beifahrersitz, aber ohne Beifahrerskript. Also kann auch keiner mitfahren. Kommt ja vielleicht noch. Und die obligatorische Dachluke. Da läuft. So. Was haben wir noch? Sound. Hupe. Standard. Aber klingt wieder genauso wie der andere, ne? Wie der große, den wir schon haben. Hat auf jeden Fall nicht mehr diese Startschwierigkeiten. So. Oh, der geht aber. Wie gesagt, von den Pflegebereifungen jetzt mal abgesehen. Wie gesagt, wir brauchen einen zum Spritzen, also nehmen wir die auch mit Pflegebereifung, ne? Die Sonne reflektiert auf Armatur. Ja, Gas hier. Läuft auf jeden Fall. Der Standardausführung, also die höchste Motorisierung, die du bei dem hier kriegen kannst, 175 PS. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, ein 1100er, 175 PS Maximum, der große MB-Truck, den wir haben, der 1800er Intercooler hat 180 PS. Von daher, läuft auf jeden Fall. Komisch, sieht irgendwie genauso aus wie der andere 900er Intercooler, den wir schon haben. Nein, der hier hat natürlich diese ganzen Aufbauten hinten drauf, hat der nicht. Ich bin mal gespannt. Ich warte auf die Anbauteile, die kommen bestimmt auch noch. Jetzt, wo die ganzen MB-Trucks da sind. So. Sieht überhaupt nicht nach Hagel aus. Sollten wir vielleicht mal... Falsche Halle. Sollten wir vielleicht nochmal grubbern. Sollten wir die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Danach können wir auch unseren Dreckspazier mal waschen, ne? Grasmähen wollen wir ja auch noch. Guck mal, ob ich das auch noch schaffe, bevor es regnet. Ich meine, das hier ist nach wie vor mein Favorite, ne? Also. Der große Hufschlepper. Falls dem einen oder anderen sowas auffällt, dass sich das Lenkrad ein bisschen mehr bewegt, es liegt daran, ich habe die Todzone von meinem Lenkrad mal ein bisschen runtergestellt. Die war ein bisschen hoch. Dementsprechend musste ich auch immer so viel das Lenkrad bewegen. Stand auf knapp 14%, also fast im rechten Winkel konnte ich das Lenkrad drehen, bevor es überhaupt mal reagiert hat. War ein bisschen viel. Also das mal auf 6 runtergestellt. Dementsprechend reagiert es schon relativ früh.
Sollte also passen. So. Und wenn mein Wetterziel mich jetzt nicht täuscht, dann dauert es so ungefähr eine Stunde in-game, dann fängt es an zu hageln. Aber könnte knapp werden. Ich werde auf jeden Fall gleich mal hier, wenn ich hier fertig gegrubbert habe, mal die Nachbarn fragen, ob die noch irgendwo Hilfe brauchen gerade. Aber vielleicht nochmal ein Bacon Kohle zusammenkriegen. Denn so einen neuen Ladewagen wollte ich auch noch. Mal gucken, was da noch ansteht, ne? So, machen wir hier Knöpfe drücken. Na, dann machen wir mal fertig hier mit Grubbern, würde ich sagen. Denk dran! Heute ist ja Mittwoch. Ha! Fast vergessen! Morgen 20 Uhr. Livestream. LS17. Ich denke mal, wir werden wieder einiges zu zeigen haben auf der neuen Map. Diese Woche bei mir zwar ein bisschen schwierig, sag ich mal, viel zu machen an der Map. Ein oder andere hat es mitbekommen, ich habe Besuch. Von daher, mal gucken. Aber ich denke mal, das, was ich erreichen wollte diese Woche auf der neuen Map, habe ich, glaube ich, erreicht. Hoffe ich mal, dass wir das noch hinkriegen. Und wenn nicht, ja, beim nächsten Mal, ne? Uns drängt ja keiner mit der neuen Map. Und wir haben ja auch noch so viel zu tun. Wir sind ja immer noch quasi dabei, den Anfang zu machen, bevor wir dann weitergehen. Lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Und dabei zu sein. Außerdem, wir sind nicht mehr weit von den 250 Abonnenten entfernt. Und ihr wisst ja, immer wenn wir unsere Road erreicht haben, oder unser nächstes Etappenziel, machen wir ein Special. Ist diesmal natürlich genauso drin. Was und wann klären wir dann. Noch ist ja nicht so weit. Also zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich heute das Video aufgenommen habe. Wie es natürlich heute Abend ist, wenn das Video rausgekommen ist, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Sehr schön. Freut mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier so weit vorankommen. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier fertig sind und es noch nicht hageln sollte, dann werden wir anfangen, unsere Wiese zu mähen. Beim nächsten Mal. Sollte es bis dahin angefangen haben zu hageln, werden wir uns auf Milchverkauf und Tierversorgung konzentrieren. Eins von beiden, mal gucken. Die Futtermischstation braucht, glaube ich, auch wieder Silage. Können wir ein paar von unseren Ballen reinschmeißen. War eine gute Idee, dass wir die angelegt haben. Ja, unser Silo da in der BGA, das ist ja noch nicht mal ansatzweise voll. Und halbes Silo da immer zumachen, ist auch mal so eine... Bäh. Macht ja auch keiner. Ganz schön dreckig hier, ne, mein Schlepper. Mal von außen. Man kann das Intercooler schon kaum noch lesen. Ja, auf jeden Fall mal hier nach einem Grubbereinsatz gewaschen werden. Da führt wohl kein Weg dran vorbei. Aber wenn ich dann eh mit Grubber da drauf stehe, kann ich auch beides zusammen waschen. Ha, ha, ha.
So, zack. Nach wie vor der Meinung, dieser Gruppe hat immer noch die beste Breite. Und er wirkt hinterm Traktor, finde ich, viel authentischer als diese Mörderviecher, die wir zum Beispiel auf der anderen Map benutzen, weil die halt so groß ist. Aber hätte er ja noch einmal quer da vorne an jeder Seite, oben und unten. Und dann sollte das auch gut sein. Dann kann das sein, dass wir ein bisschen zu... Nö, oder? Bin die ganze Zeit mit falscher Arbeitsbreite gefahren? Dann wird er gleich fatal. Hoffen wir es mal nicht. So, jetzt haben wir nachher ein Problem, ne? Jetzt bleibt da wieder so eine kleine Bahn übrig. Ziehen wir nachher nochmal lang. Die können wir ausschalten. Oh, heute bist du auch ein bisschen zuckelig hier, ne? Wie gesagt, den Rest mache ich gleich auf jeden Fall offscreen fertig. Und wie gesagt, da frage ich nochmal meine Nachbarn, ob die vielleicht noch Hilfe brauchen. Oh, Bacon-Kohle wäre nicht schlecht, ne? Das sieht doch alles relativ erntereif aus. Mal gucken. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, ich wusste es. Na gut, da müssen wir gleich ausbessern. Da sind wir von vornherein mit der falschen Breite gefahren. Na super. Gut, liebe Lüt. Ich sag, das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schaut euch gerne mal die anderen Videos und Livestreams auf unserem Kanal an. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Seid morgen beim Livestream dabei. Und vielleicht ist heute auch noch was. Wir wissen es noch nicht genau. Mal gucken. Und ich wünsche euch mal einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Denkt an euren Abo, denkt an euren Daumen hoch, denkt an euren Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal.